Ich muss runterspringen. Das ist aber der einzige Weg. Ich sehe keinen anderen. Ah, wir können hier durchlaufen. Okay. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh, ist nicht gut. Nee. Slide! Fuck yeah! Bin komplett runtersliden. Komm schon, bevor der Tentakel sich hier auflöst. Munition. Munition! Komm schon. Nachladen. So viel Zeit muss sein. Wie viele Schuss sind denn hier noch drin? Oh, das ist nur eine Menge. Jetzt geht's rein. Sie haben ein Tarnfeld, Alcatraz. Sie sind direkt an ihnen dran. Mir ist scheißegal, ihr habt auch ein Tarnfeld. Jetzt können wir uns gegenseitig suchen. Na shit, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck! Halt dich dran fest, okay. Und jo. Mal offen, die Scheiße. Wieso? Kann ich nicht hier rein? Oh, ich muss jetzt die Viecher killen. Ehrlich? Ist doch dumm. Genau, komm mal zu mir. Hartnäckig, wow! Alter! Was geht mit denen ab? Die sind ja mal ultra stark. 5000, okay. Wow, das sind brutale Kämpfer. Ah, immer schön zappeln. Komm schon, schlag ihn, schlag ihn. Oh. Alter! Schaut euch das mal an! Wow! Die stecken so viel weg, das ist total krank. Ah, hier oben bin ich relativ sicher eigentlich. Immer schön stunnen, die Viecher. Wo ist das Viech? Mal schön drauf. Ins Fressbrett. Richtig schön. Ja, genau so kloppt man das Alienfleisch weich. Alter, ich hab keine Worte mehr für die Viecher. Die sind so stark. Komm schon. Wo ist das Viech? Da. Schon verreck. Ah. Ich gehe da garantiert nie runter. Die soll mal lieber zu mir kommen. Was ist denn jetzt mit dem los? Wo ist er? Nein. Okay, wir können rein. Wow! Das Ganze ist ein Schutzsystem. Wir müssen in den Westen nach Cyborg-Verkabelung. Reichen Sie mit dem Anzug einen Teil davon raus. Der Befehl von Stratcom ist gerade durchgekommen. Der Anzug fällt aus. Ich beeil mich schon. Komm, halt durch. Gleich haben wir es geschafft. Nur noch ein bisschen. Komm schon. Der Anzug brennt. Ich glaube, wir haben die Hölle gefunden. Was wie Metal Gear Solid 4. Wo Solid Snake durch diesen ganzen Mikrowellenraum krabbelt.
Schon Alcatraz! Nein! Wirklich verreckt. Ich hab gedrückt wie ein Berserker. Okay, okay, okay. Anzug Neustart. Das darf nicht passieren und das wird auch nicht passieren. Komm schon, ich habe gerade gedrückt wie ein Weltmeister, bin trotzdem verreckt. Und los! Spring! Hey, toter Mann. Wahnsinnstrip, was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie? Sie waren da, direkt vor mir und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Ling Shan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. Wir haben heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Wrecking Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle? Moment. Ich optimiere den Film. Ah, besser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch. Zu Ihrem Diensten. Und Sie sind? Man nennt mich Prophet. Prophet. Wow. Und das war Crysis 2. Unglaublich. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir gerade komplett ins Menü zurückgeworfen wurden und wir keine Credits haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Prophet wiederbelebt wurde, komplett wiedergeboren wurde. Was für ein Ende. Einfach unglaublich. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr. Danke für euren Support. Und das war jetzt so quasi der Vorreiter
aufs Crysis 3 Let's Play. Das wird nämlich bald im Februar starten und deswegen habe ich Crysis 2 nochmal vorher gezockt, damit wir so ein bisschen die ganze Geschichte nochmal mitkriegen. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf Crysis 3, das wird der absolute Hammer. Crysis 3 wird der richtige, richtige Burner werden. Und natürlich, wie auch Crysis 2, werde ich Crysis 3 auf dem PC spielen, dass ihr wirklich die komplette Grafikpracht genießen könnt. Und natürlich auch das ganze Gameplay, das ganze Spiel. Okay, das war es jetzt erstmal mit Crysis. Jetzt wird auf jeden Fall heute noch ein neues Let's Play starten, nämlich Dead Space. Nächste Woche erscheint nämlich Dead Space 3, was ich mit einem guten Kollegen von mir im Koop-Modus zocken werde. Und ich werde nur jetzt noch den ersten Teil von Dead Space starten. Den zweiten Teil, den fand ich ganz okay, den habe ich nur einmal durchgespielt, aber der erste Teil, den fand ich wirklich richtig, richtig genial. Einfach nur brutal grausam, den habe ich mehrere Male durchgespielt und ich kann es kaum erwarten, dieses Let's Play mit euch zu teilen. Das wird der absolute Hammer. Okay, das war's erstmal mit Crysis und ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn ich Crysis 3 zocken werde. Vorher wird auf jeden Fall, wie gesagt, noch Dead Space rauskommen, Metal Gear Rising Revengeance, dazu habe ich auch noch die Demo hochgeladen. Zieht euch das unbedingt rein, das Let's Play wird kommen und noch viel, 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 viel mehr im Laufe des Jahres. Ich werde zum Beispiel noch spielen Gears of War Judgment, God of War Ascension, The Last of Us, GTA 5, Watch Dogs und noch viele, viele, viele Spiele mehr, Bioshock Infinite zum Beispiel. Und da wird noch eine Menge, Menge auf euch zukommen. Okay, das war's erstmal mit Crysis 2, Leute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall zu mehr Gameplay. Macht's gut. Bye.